So, liebe Freunde, wir sind nochmal zurück mit einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light, The NG Penetration. Und wir spielen immer noch die Blechrosette und ich glaube, das Teil hat seinen Namen echt verdient. Ich habe jetzt mal ein bisschen im Internet geguckt. Also, es ist folgendermaßen, viele Leute sagen, es sei einfach nur so ein Gimmick, was man irgendwie sich ausgedacht hätte am Editorial Board von diesen Spieldesignern. Die hätten sich gedacht, hey komm, das ist doch voll cool, wenn wir so ein Schiff machen, das eigentlich darauf beruht, dass man nur Bots und Drohnen irgendwie an Bord hat und nur einen Typen, der die irgendwie alle steuert. Und es scheinen die sich auch wirklich so gedacht zu haben. Das Problem ist halt natürlich, dass die Drohnen selber an Bord des Schiffes nichts machen, außer diesem einen spezifischen Zweck, für den sie designt wurden. Gut, soweit erstmal. Das heißt also, wir haben immer das Problem, dass wir keine Leute haben, die unsere Systeme operieren. Und damit meine ich bedienen und nicht wirklich operieren wie in einer Operation. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir auch ein paar Let's Plays zu Leuten angeguckt, die das Spiel mit dem Teil geschafft haben. Der eine hat in Sektor 1 drei Crewmitglieder gefunden, das muss man sich mal vorstellen. Und der andere hat, glaube ich, eine Tarnvorrichtung in Sektor 1 gekriegt oder sowas. Ja, also das sind immense Glücksfälle. Man braucht wirklich immens viel Glück, wenn man es mit diesem Schiff schaffen will. Und wisst ihr was, Leute? Ich fordere einfach mein Glück nochmal heraus. Wir machen einfach weiter. Ich werde euch jetzt jeden sensationellsten Fail präsentieren und ja, und da haben wir doch ein bisschen Scrap gekriegt und dann gehen wir mal hier rüber und dann gucken wir uns das mal an. Also de facto brauchen wir natürlich viele, oh ja, das ist jetzt zum Beispiel so eine, das ist eine ganz typische Situation für die Vortex. Ihr spielt das Ding in Sektor 1 und trefft auf einen Typen mit einem Burst Laser Mark II. Haben wir eigentlich schon geloost, ja. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, wir haben geloost, wir verlieren mindestens 5 Punkte Hüllenstruktur. Okay, was ich gesehen habe bei einem, der hat den Typen direkt in den Weapons Room gestellt. Einfach nur, damit er ein bisschen schneller ist. Gerade halt eben bei den Schiffen, die jetzt keine Schilde haben. Komm, komm, komm. Und das ist halt die Sache, der muss dann halt auch treffen. Das ist halt der Punkt. Wenn der dann trifft, dann hat man eine halbwegs realistische Chance, hier was zu packen. Okay. Gut, Waffe ist down. Ich schieße ihn. Eine System Drone und Schilde brauchen wir jetzt nicht mehr. Noch eine zweite System Drone, um das Feuer zu bekämpfen, das hier wahrscheinlich irgendwo ausgebrochen ist. Und du schießt auch nochmal hier rein, bitte. Gut, Antrieb ist ausgefallen, sehr schön. Okay, das heißt, wir können jetzt hier wieder zurück in den normalen Schiffsraum. Und wir lassen einfach die Drohnen sich um alles kümmern. Wir haben hier eine Menge Feuerschaden genommen, aber die Drohnen, die wir haben, die schaffen das eigentlich schon. Okay, wir haben nochmal ein Damage gekriegt. Wodurch eigentlich jetzt? Ich weiß nicht. Wir jumpen weiter. Ja klar, wir müssen dem Zivilschiff helfen. Okay, er hat eine Beam-Drone. Wir sind gearscht. Mal wieder, aber also das Problem ist halt natürlich, er wird mit seinem Ionenwerfer natürlich viel schneller hochgepowert sein als wir. Und dann kriegen wir Probleme durch die Beam-Drone. Das seht ihr jetzt hier übrigens schon. Genau, der macht halt schon mal mächtig Schaden. Machen wir mal direkt hier die System-Repair-Drone, nur damit der nicht irgendwie hier Scheiße baut. Und schalt mir seine Waffensysteme bitte aus. Gut, okay. Ja, man braucht wirklich ein bisschen Glück dabei. Ey, kommen die Schilde irgendwann nochmal... Oh, nee. Die kommen nicht so schnell wieder online. Bitte das Drohnensystem. Oh, fuck. Okay, es geht weiter. Hehe.
Gut, erster geht hier rein, zweiter geht hier rein. 100%iger Treffer. Das ist halt eigentlich so diese Situation, die man halt überhaupt nicht will. So ein Schiff, ja. Ich meine, der hat zwei relativ gute Waffen und eine Drohne, eine Angriffsdrohne. Das heißt, der ist ja, um Schiffe zu zerstören, ist der Typ wesentlich besser ausgestattet als wir selbst. Ich meine, wir haben ja überhaupt nichts hier in dem Ding, ne? Okay, wir müssen zurück ins Cockpit. Wir kontaktieren das Zivilschiff und wir haben ultra Glück. Wir haben ultra Glück. Wir kriegen einen zweiten. Wir kriegen ein zweites Crewmitglied. Da muss ich mich direkt nochmal aufrecht hinsetzen. Jetzt wird's interessant. Ich habe echt wirklich, Leute, ich habe das sehr oft angezockt und habe wirklich viel Pech gehabt. Ich glaube, ich habe es schon im letzten Teil erwähnt. Letzter Teil war das dritte Mal. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich es versuche. Und beim dritten Mal bin ich am weitesten gekommen, immerhin auf Sektor 3. Okay, also ich glaube, Taktik ist gar nicht so verkehrt mit dem NG. Sobald man im Kampf ist, aus dem Cockpit raus und dann hier in den Waffenraum. Wichtig ist jetzt natürlich, dass wir hier ein Crewmitglied haben, was wir auch in den Engines-Raum stecken können. Nämlich für den Fall, dass wir von Raketen beschossen werden. Das ist ein anderes großes Problem, was man mit dem Teil hier hat. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt tatsächlich mal hier diese Destination und gucken, dass wir, oder diesen Beacon. Nichts los, ist halt schade. Jetzt können wir den eigentlich schon abschreiben. Aber ich will es mir trotzdem angucken. Es könnte sein, dass es hier eine Defense Drone Mark 1 gibt und die brauche ich wirklich dringend. Es gibt eine Anti-Ship Drone. Das ist nicht dein Ernst, oder? Der verarscht mich doch wieder. Der Grund wäre folgendes. Defense Drone Mark 1 brauchen wir wahnsinnig dringend, damit wir Raketen abfangen können. Denn die sind momentan unsere stärksten Probleme. Jeder Typ, der hier mit einer Rakete auf unsere Schiffssysteme einhämmert, der macht uns richtig Schaden. Und es kann einfach eine Rakete zum Beispiel ins Drohnensystem. Feuer im Drohnensystem tut so ultra weh. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Also insofern sind wir noch halbwegs safe, weil wir halt 4 Punkte im Drohnensystem momentan haben, aber es ist nicht wirklich, also es ist eine gefährliche Sache für uns. Okay, hier runter bitte. Okay, wir finden leider nichts in dem Asteroidenfeld. Schade. Wäre ganz cool gewesen, noch ein bisschen Scrap abgreifen zu können. Okay, hier jetzt auch wieder eine ganz typische Situation für die Vortex. Oh, jetzt haben wir sogar hier einen Border mit dabei. Brauchen wir jetzt natürlich hier den Burschen. Unsere Anti-Personal-Drone. Er hat einen normalen Hüllenlaser. Es ist, glaube ich, es ist sogar ein Heavy Laser Mark 1 und er hat eine Beamwaffe und er wird damit natürlich erstmal unsere Schilde runterschießen. Und im Anschluss daran wird er hingehen und uns mit diesem Beam hier attackieren. Also gehen wir jetzt mal ganz kurz hier in den Schildraum. Okay, gut. Er hat daneben geschossen. Das ist unsere Rettung. Okay, wir müssen die Waffensysteme ausschalten. Das ist sowieso immer die Priorität. Waffensysteme ausschalten. Unglaublich wichtig. Ne, warte mal, du bleibst hier. Du schickst mir mal den Menschen dahin. Gut, der Typ haut ab. Dann fährt die Drohne wieder zurück und wird sich heilen. Ich habe dummerweise vergessen, dass ich noch einen Schuss mehr frei hatte. Das ist irgendwie blöd. Man hat nämlich zwischen den Schüssen des Heavy Iron hat man zwei Schüsse mit dem Heavy Laser. Und ihr seht jetzt auch, unser Heavy Iron ist ein bisschen schneller fertig, als sein Schildgenerator wieder hochgefahren ist. Das ist ganz wichtig zu wissen. Du schießt übrigens nochmal auf die schieß auf die Schilde. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir so
Ich muss mich ja gerade mal anders hinsetzen. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn normalerweise haben wir wirklich nur einen Schuss vom Heavy Iron und dann ist der Schild wieder online und dann ist auch unser Heavy Iron wieder da und kann nochmal schießen. Und so können wir jetzt wirklich sein Schild konstant unten halten. Das ist sehr wichtig für uns. Wir warten noch einen kleinen Moment. Obwohl, warte mal, der Heavy Iron, der kann mal gerade hier drauf schießen. Entschuldigung. Wieder einmal auf das Sauerstoffsystem und dann noch einmal auf das Waffensystem. Die Systeme wird er nicht mehr reparieren. Gut, okay. Ein Fuel, ein Missile, 18 Scrap. Oh, das war nicht gut für uns. Ich bin großer Fan von 2 Schildpunkten und ich denke, wir bleiben auch dabei. Einfach nur, damit wir ein bisschen sicherer sind gegenüber diesen Beam-Attacken. Wir nehmen den Weg oben rum, der bietet uns mehr Möglichkeiten. Okay, da wollen uns ein paar Rebellen erpressen. Also ihr seht jetzt zum Beispiel hier, das sind 2 Basic Laser, da sind wir jetzt mit unseren Schilden eigentlich immun gegen. Das Problem ist auf jeden Fall die Bombe und wir wissen nicht genau, was drin ist. Und ihr seht einfach, wie unglaublich wichtig dieses Crewmitglied jetzt ist. Wir haben hier oben jemanden an den Waffen, super wichtig für uns, damit der schnell die Systeme online bringt. Und ein anderes Problem, ganz typisch für die Vortex, ist halt, dass der erste Heavy Iron auf jeden Fall treffen muss. Wenn der nicht trifft, dann hat man halt ein Problem. Okay, wir haben seine Waffen ein bisschen runtergenommen. Du machst mir mal eine System Repair Drone online. Der zweite Heavy Laser geht auf jeden Fall in sein Pilotsystem. Und ihr seht, also man kann ohne Probleme... Ja, also wenn man halt trifft, ne? Aber man kann ohne Probleme noch einen Schuss abfeuern. Gut, alles klar. Dann warten wir nochmal, bis unsere anderen Systeme wieder online sind. Und dann schießt du nochmal bitte auf sein Schildsystem und du schießt nochmal hier drauf. Und der nächste geht auf die Schilde. Und power mir die Schilde wieder hoch, weil ich vergesse das nämlich mal ganz gerne hier bei dem Spiel. Man muss halt auf jeden Fall darauf achten, dass man die Schilde am besten schon hochgebaut hat, bevor man in den nächsten Beacon fliegt. Sonst kann man Probleme kriegen, weil die Schilde dann erstmal hochfahren müssen. Wenn der Gegner halt gute Strahlen- und Beamwaffen hat, dann hat man in der Regel schlechte Karten. Okay, gucken wir uns das mal an. Das ist jetzt natürlich die Geschichte. Das ist jetzt echt fies. Deshalb wollte ich gerne die Defense Drone haben. Das ist, glaube ich, für die Vortex, beziehungsweise hier für unsere, wie sie von uns liebevoll genannt wird, für unsere Blechrosette, ist das die gefährlichste Kombination. Burst Laser, Mark II und das ist wahrscheinlich eine Lito oder eine Artemis im ersten Sektor. Und das ist sehr tödlich. Das ist sehr gefährlich, weil der Burst Laser ist in der Lage, unsere Schilde komplett runterzunehmen und ein System zu beschädigen. Das würde er wahrscheinlich sogar machen, weil wir halt wahnsinnig wenig Evade haben, nur 10%. Das heißt, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der dritte Schuss die Schilde durchdringen wird und uns dann entsprechend Schaden macht. Und mit der Lito würde er auf jeden Fall unsere Schilde durchdringen. Das heißt, er kann an 2 Systeme Schaden machen. Die klassische Kombination wäre natürlich mit dem Burst Laser, also wenn ich jetzt so ein Rebell wäre, ja, der würde auf die Schilde schießen mit dem Burst Laser oder mit der Lito und dann auf die Waffensysteme und dann ist eigentlich schon Ende Gelände, ja. Also müssen wir hier hoffen, dass er sich nicht clever anstellt. Wir könnten ansonsten, bis er die Lito hochgepowert hat, könnten wir dann ansonsten noch mit Supersoldat 1, der ist ja jetzt momentan hier unser Waffenheld, ja, könnten wir ansonsten noch hier rüber gehen und versuchen, mehr Evade zu kriegen. Wir kriegen nicht viel. Aber wir gucken mal gerade. Wir müssten zumindest schneller hochgefahren sein als sein Burst Laser. Okay, das war kein lebenswichtiges System. Gut, okay.
Er hat jetzt tatsächlich die Schilde ausgeschaltet, aber das ist gar nicht so wichtig, denn unser größtes Problem ist momentan die Lito. Ich will jetzt eigentlich nur ungern mit Supersoldat in den Engines-Raum gehen, aber ich muss es machen. Damit ich 5% mehr Evade kriege, die brauche ich nämlich ganz dringend gerade. Okay, der trifft leider auch. Nicht schön. Dann kannst du eigentlich schon wieder hier rüber. Und du musst nochmal auf sein Waffensystem schießen. Gut, okay. Alles klar. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Sicherheitshalber powern wir mal noch die Schilde wieder hoch. Und du gehst natürlich auf die Schilde. Der erste geht hier rein, der zweite geht in die Schilde. Okay, jetzt läuft's gut. Wir haben wenig kassiert. Und ich muss sagen, oh, er powert sein FTL hoch. Die Schilde sind aber ausgeschaltet. Dann schießt du mal auf seinen Motor. Oder auf seinen Reaktor oder auf seinen Antrieb oder wie auch immer. Und dann ist er eigentlich Fritte, denn der trifft. Und das war's. Ja, warum kommen wir momentan ganz gut durch? Wir haben ein zweites Crewmitglied, das ist alles. Das zweite Crewmitglied macht die ganze Sache mit der Blechrosette wahnsinnig viel einfacher. Und ich denke, der Beacon geht auf jeden Fall noch. Er hat eine Lito, aber... Ah, okay, gut, wir kommen auch so ran, alles klar. Zum Exit. Und dann nächster Sektor. Aha. Okay, also Leute, ich muss das mal kurz auf ftl.wikia.com nachgucken. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, da stehen nämlich manchmal Wahrscheinlichkeitsangaben. Aboard the station. Und es ist also folgendes, wenn wir die boarden, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Crewmitglied verlieren, ja. Wir entdecken aber hier noch schwache Lebenssignatur oder schwache Lebenszeichen an Bord dieser Space Station. Okay, also wir gucken mal gerade hier. Oh, wenn wir eine Medbay Level 2 hätten, dann wäre auf jeden Fall unsere Möglichkeit, dass wir dann könnte auf gar keinen Fall ein Crewmitglied von uns sterben. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, ich würde sagen, ich bin jetzt mal ultra gierig. Ich bin ultra gierig. Also wenn ich es richtig sehe, dann steht die Chance 1 zu 5, dass wir ein neues Crewmitglied kriegen. Na, wir haben eins verloren. Oh nein, wir haben eins gekriegt. Oh Leute, oh, ist das so übel. Oh. Oh. Wir könnten es fast überleben. Wir könnten es fast überleben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Waffe, die uns ermöglicht, Level 2 Schilde zu durchdringen. Denn in Sektor 3 werden wir hier mit dieser Standardbewaffnung schon Probleme kriegen, wenn die Leute 2 Schilde haben oder mehr. Nächster Sektor. Okay. Sultan-Sektor heißt, wir treffen auf Leute mit Sultan-Schilden. Und das will ich natürlich überhaupt nicht, denn Sultan-Schilde sind schwierig zu durchdringen. Auf der anderen Seite, in einem Sultan-Sektor kann man halt schon mal ganz coole Items gewinnen. Ja, also in einem Sultan-Sektor... Ach, das ist gerade scheiße. Aber im NG-Sektor haben wir halt den Vorteil, wir haben einen NG dabei, wir haben viele Drohnen dabei. Und mit den Drohnen kann man in einem NG-Sektor auch was reißen. Also ich würde sagen, wir nehmen den NG-Sektor. Wir gucken uns das mal an. Okay. Das ist ein Dead End, da will ich auf gar keinen Fall hin. Aber hier oben geht's lang. Da gucken wir uns mal ein bisschen um. Und wir kriegen eine System Repair Drone. Noch eine. Krass.
Ein Store. Gut, da können wir die eine schon mal verkaufen. Wir brauchen auch ein kleines bisschen Sprit, denke ich. Heavilizer Mark 2. Heavilizer Mark 1. Schießt immerhin zweimal. Braucht nur zwei. Okay, verkaufen wir auf jeden Fall mal diese System Repair Drone. Und momentan haben wir folgendes Szenario. Nur für alle, die das im letzten Part noch nicht mitbekommen haben. Also wahrscheinlich denkt ihr jetzt so, wenn ihr das Schiff seht, oh, ich brauche unbedingt Sensoren. Die braucht ihr definitiv nicht so früh. Ihr könnt euch da wirklich noch Zeit lassen mit den Sensoren. Die sind nicht so wichtig am Anfang. So Sektor 5, 7 oder so, ich meine, dann kann man mal anfangen. Aber lasst mich mal gerade überlegen. Es sind beides sehr gute Waffen. Aber ich bin ja fast... Also ich meine, er schießt immerhin zweimal pro Charge. Er braucht nur zwei Energie. Er macht doppelten Schaden an systemlose Räume. Und er hat eine Breach Chance, dass wir also einen Hüllenbruch verursachen. Der Automated Reloader ist eigentlich auch ganz gut, aber wir nehmen, Leute, wir nehmen den Hull Laser, den brauchen wir. Hat eine relativ lange Aufladezeit. Aber okay. So, jetzt noch ein bisschen Scrap für das nächste Waffensystem. Anti-Personal Drone, sehr geil. Können wir die Alien Spiders platt machen. Und wir brauchen definitiv einen Punkt hier und einen Punkt hier. Also wir brauchen 55 Scrap. Das Distress-Signal hier unten, hier oben gucken wir uns mal an. Wir haben eine Repair-Drone. Alter, du bist ja ein Assi. Wir haben jetzt gerade ultra den Hüllenschaden genommen. Was geht denn ab? Und wir können hier oben nicht weiter... Oh, fuck. Oh, Mann, Alter. Ist das so atzlich, ey. Zum Store. Ich bin gerade auf Hass. Ich habe gerade Hass. Wir brauchen keine Anti-Schiffs-Drohnen, wir brauchen... Ja, Mann, ey, wir brauchen Defense-Drones gegen Raketen. Das ist nämlich unser Problem. Und mit denen da können wir nichts anfangen, solange wir keinen Drone-Recovery-Arm haben. Also die Idee, die dahinter steckt, ist folgende. Nee, warte mal den Heavy Laser. Genau, und mit dem Hull Laser, da können wir ja immer noch was später machen. Genau, ja. Nur falls wir durch die Schilde durch... Oh, jetzt habe ich einen zu viel gekauft, ne? Ist ja eigentlich auch kacke. Muss man gerade ein bisschen was reparieren. Das war blöd. Es war saublöd gerade. Okay. Ah, Mann. Ich ärgere mich gerade. Ich habe gerade das falsche System gepowert. Ja, wir helfen dem Zivilschiff. Okay. Machen wir mal die normalen Waffen hoch. Ja, also, solange wir... Anti-Personal Drone. Geh mal hier runter. Das ist nicht dein Ernst. Der greift gerade die System Repair Drones an. Der macht die alle platt. Der Assi. Okay, ich hoffe die Schilde sind rechtzeitig wieder on. Nicht ganz, aber fast. Das war ein teurer Spaß gerade. Okay. Schieß mal bitte auf seine Waffensysteme. Schieß nochmal auf seine Waffensysteme. Okay. Dann gehen wir hier rüber.
Und er haut schon ab, das ist ganz gut. Das war unser Antriebsmensch. Geht mal hier hin und repariert das Teil. So, die schießen wir hier drauf. Okay, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Hat immerhin einen Hüllenbruch gebracht für ihn. Und du warst unser Pilot. Du gehst mal hier rüber und du gehst wieder in die Engines. Und du machst die Antipersonendrohne aus, machst die Engines an. Aber warte mal. Ja, doch, eigentlich schon. Wir haben genug Schilde, dass wir das aushalten. Ah, Mann, der ging daneben. Das ist eklig. Schieß bitte auf dieses System. Und schieß mal hier hin. Wenn wir jetzt treffen, ist er tot. Sehr cool. Alles klar. Wir kontaktieren das Zivilschiff und wir kriegen noch ein bisschen Scrap. Sehr nice, das war wichtig. Noch ein weiteres Crewmitglied wäre vielleicht noch ein bisschen wichtiger gewesen, aber man kann nicht alles haben. So, du heilst jetzt erstmal hier unten. Das mit den System Repair Drones war teuer. Da ist eine Menge, sind eine Menge Punkte flöten gegangen. Okay, Leute, ich werde hier, sobald unsere Drohne geheilt ist, werde ich hier Schluss machen. Mal die Medbay aus. Und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen, denke ich. Na komm. Ja, was sollten wir als nächstes upgraden? Evade brauchen wir auf jeden Fall. Definitiv. Und ist gar nicht mal so teuer. Kostet nicht viel. Ja, ich glaube, Evade ist eine gute Sache. Kostet nur 10. Und unser Antrieb ist dann auch noch ein bisschen schneller. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wir haben tatsächlich eine halbwegs realistische Chance jetzt gerade mit der Blechrosette. Einfach nur, weil wir 2 Crewmitglieder gefunden haben. Wir haben viel riskiert, aber wir haben auch einiges gewonnen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut bis dahin. Tschüss.